Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuhörer, man kann sagen, so alle Jahre wieder, jedenfalls alle 4 Jahre wieder, die gleiche Debatte, die von Ihnen wieder auch diesmal. Ja, hören Sie einfach noch mal zu. Vielleicht kapieren Sie es ja nach 4 Jahren dann, was meine Argumente sind. Also, es geht darum, Sie haben es dargestellt, Frau Vastiniak, Sie wollen Ausländern, die 5 Jahre hier leben, gleich welchen Status sie haben, das volle Wahlrecht geben. Die Grünen beschränken sich darauf, jedenfalls für das Kommunalwahlrecht entsprechende Forderungen zu stellen. Wir haben das schon öfters hier diskutiert. Neben den verfassungsrechtlichen Hindernissen, über die im Rahmen von Anhörungen und auch im Plenum bereits mehrfach diskutiert worden ist, bestehen eben auch, Herr Beck, erhebliche politische Bedenken gegen die Einführung eines Wahlrechts für Ausländer. Wir von der CDU/CSU sind der Auffassung, dass das Wahlrecht am Ende eines Integrationsprozesses stehen sollte, während Sie offensichtlich davon ausgehen, dass allein die Möglichkeit, sich an Wahlen zu beteiligen, automatisch die Bereitschaft, sich zu integrieren, nach sich zieht. Ich halte das mit Verlaub für naiv. Wir haben in dieser Legislaturperiode vielen hier lebenden Türken die doppelte Staatsbürgerschaft ermöglicht. Wir haben das getan, um gerade jungen Menschen den Konflikt zu ersparen, zwischen 2 Staatsbürgerschaften wählen zu müssen. Das war eine vertretbare Entscheidung, wenngleich ich zugebe, dass ich dabei Bauchschmerzen hatte und dass dieses Gefühl, was ich hatte und andere, nicht unbegründet war, haben wir ja gerade die letzten Wochen wieder gezeigt. Die teils mit heftigen Reaktionen hier lebende Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in Sachen Böhmermann, aber auch im Zuge der gerade verabschiedeten Armenier-Resolution zeigen doch, dass die von mir befürchteten Loyalitätskonflikte durchaus existieren. Die Gefahr einer Instrumentalisierung durch ausländische Politiker ist nach den jüngsten Ereignissen wohl kaum von der Hand zu weisen. Es gibt in meinen Augen aber noch 2 wichtige Aspekte, die hier dagegen sprechen. Menschen, die nicht eingebürgert sind, Menschen, die unsere Staatsbürgerschaft nicht angenommen haben, das Wahlrecht dann auch zu verweigern. Man muss sich ja vorstellen, welche Ungleichheit auch entstehen würde. Wir haben zwar die Wehrpflicht ausgesetzt, aber man kann ja nie sagen, ob es nicht mal eine Situation gibt. Gerade in dieser Zeit drängt sich das manchmal auf, der Gedanke, die wieder einzuführen. Dann hätten unsere deutschen Soldatinnen und Soldaten als Wehrpflichtige einzurücken und die anderen haben eben das Wahlrecht ohne jede Verpflichtung übernommen zu haben. Das führt doch automatisch zu Ungleichbehandlungen, die wir nicht wollen. Das Gleiche gilt auch, Frau Vastiniak, zu der Frage, die haben wir aufgeworfen, zur Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Forderungen, die Sie stellen und auch die Behauptungen, die Sie dazu aufstellen, der Diskriminierung und andere Dinge, im Grunde genommen absurd. Eine Änderung allein des Artikels 11, Recht auf Freizügigkeit, hätte doch ganz gravierende Auswirkungen auch auf das Aufenthaltsrecht von Ausländern, die, unbeabsichtigte und auch nicht gewünschte. Als Begründung für diese Forderung haben Sie auch heute wiederholt, berufen Sie auf die UN-Menschenrechtscharta. Sie wissen aber auch, angefangen bei Artikel 12 Absatz 1 des UN-Zivilpaktes, dass die Garantie der Freizügigkeit auch dort schon nicht mehr uneingeschränkt vorgesehen ist, sondern im Gegenteil unter dem Vorbehalt der allgemeinen Ausländergesetze des betreffenden Staates stehen. Ich sehe, meine Zeit geht zu Ende. Deshalb will ich ganz kurz noch zu dem Antrag der Grünen etwas sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung einmal klargestellt, dass auch die kommunale Ebene nicht sich unterscheidet von den anderen Staatsebenen Land und Bund. Und deshalb wollen wir hier auch keinen Unterschied machen, sondern gleiches Recht für alle, aber gleiches Recht für die, die es dann auch zu Recht beanspruchen können. Wir hoffen mit Ihnen, Herr Beck, dass es mehr Einbürgerungen in Zukunft gibt. Das ist für uns der Anreiz, aber nicht
die umgekehrte Reihenfolge. Besten Dank. Vielen Dank, Helmut Brandt. Der nächste Redner ist schon auf dem Weg hierher. Volker Beck für Bündnis 90 Die Grünen.